Unter dem kilometerdicken Eisschild der Antarktis befindet sich eine Welt, über die bislang kaum etwas bekannt ist. Jetzt ist es einem internationalen Forschungsteam gelungen, ein 1000 Meter tiefes Loch zu graben und dabei einen See anzubohren, der direkt unter einem Gletscher liegt. Ein Wahnsinnsunterfangen. Und nicht nur das. Dabei wurden mehr als unerwartete Funde gemacht. Wie genau die aufwendige Bohrung gelang und ob in dem finsteren See auch die ein oder andere unentdeckte Spezies aufgespürt werden konnte, jetzt bei Klicks zum Science and Fiction. Hier gibt es jeden Tag spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Nicht nur das Weltall birgt noch viele unentdeckte Überraschungen für uns, sondern auch die Antarktis. Denn unter dem kilometerdicken Eis gibt es zahlreiche Gebiete, die uns bislang noch völlig unbekannt sind. Was ist dort verborgen? Welche Prozesse finden unter dem antarktischen Eisschild statt? Wie sieht es dort aus und wie kann man sich die Strömung des Wassers vorstellen? Höchstwahrscheinlich verbergen sich in diesen unerforschten Regionen zudem auch Organismen, von denen wir bislang nicht einmal etwas ahnen. Nicht umsonst hat die wissenschaftliche Fachzeitschrift Nature die Welt unter dem ewigen Eis der Antarktis einmal als das größte unerforschte Ökosystem des Planeten bezeichnet. Denn um in die entsprechenden Tiefen zu gelangen, sind tagelange Bohrungen notwendig. Doch einem internationalen Forschungsteam ist jetzt ein entscheidender Erfolg gelungen, der uns hilft, mehr über diese mysteriösen Gebiete unserer Erde zu erfahren. Ende Dezember war es geschafft. Mehrere Tage lang hatten sich ein Hochdruck- und Heißwasserbohrer durch eine knapp 1100 Meter dicke Eisschicht gearbeitet. Das Forschungsteam hatte die dafür benötigte 500 Tonnen schwere Ausrüstung zuvor 2 Monate lang zu der abgelegenen Stelle im Süden der Antarktis transportiert. Doch die ganze Arbeit war nicht umsonst, denn bei den Bohrungen 600 Kilometer vom Südpol entfernt erreichte das Forschungsteam den antarktischen subglazialen See namens Lake Mercer. Also subglazial heißt unter einem Gletscher. Er hat eine Fläche von 160 Quadratkilometern und ist dabei doppelt so groß wie in Manhattan. Seine Tiefe wird auf 10 bis 15 Meter geschätzt. Und dieses Unterfangen ist ein riesiger Erfolg, denn das ist überhaupt erst das zweite Mal in der Geschichte der Menschheit, dass solch ein subglazialer See, also ein See unter einem Gletscher, direkt angebohrt werden konnte. Zwar konnten schon in den 90er Jahren per Radar Seen und Flüsse unter der Eisschicht aufgespürt werden, von denen wohl einige seit 120.000 Jahren von der Außenwelt abgeschnitten sind. Dennoch weiß man bis heute kaum etwas über diese Gebiete. Solche Seen entstehen wohl, weil die Erdkruste wärmer ist als die Eisdecke, die darüber liegt. Das Gestein fungiert also als eine Art Wärmequelle und sorgt dafür, dass die Eisdecke von unten schmilzt. 2013 gelang eine Bohrung eines anderen subglazialen Sees, der sogenannte Lake Willens. Die Untersuchungen zeigten, dass trotz der extremen Bedingungen dort unten reichlich mikrobielles Leben möglich ist. Anzeichen für höheres Leben fand sich damals aber nicht. Damals. Ja, entsprechend gespannt waren die Fachleute auch, was die Analyse ihrer Proben diesmal ergeben würde. Und auch diesmal gelang es dem internationalen Forschungsteam mit viel Mühe durch den gebohrten Schacht im Eis eine Wasserprobe zu entnehmen. Und tatsächlich, auch in den eisigen Gewässern des Lake Mercer lauern unzählige Organismen. Dazu David Harwood, einer der beteiligten Wissenschaftler. Meine Aufgabe in dem Projekt ist es, nach fossilen Überresten von Kieselalgen zu suchen. Die sollten aus der Zeit stammen, als sich das Eis zurückgezogen hatte und das Meer weit in die Westantarktis vorgedrungen war. Als ich im Schlamm nach diesen Kieselalgen suchte, entdeckte ich darin auch die Überreste eines Panzers, der aussah wie von einem winzigen Krebstier. Das Chitin des Panzers war gealtert, fleckig und dunkel. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten also nicht nur Mikroben und Kieselalgen aufspüren, sondern auch Spuren von winzigen Tieren, Pilzen und Pflanzen. Und das ist sensationell. Dieser Fund von Krebstierchen und Bärtierchen, sogenannten Tardigrada, überraschte das Forschungsteam allerdings selbst. Auch wenn alle Tiere in den bislang analysierten Proben tot waren, kann es laut Angaben der Fachleute gut sein, dass sich dort unten auch lebende Organismen befinden. Wahnsinn! Die große Frage, wie konnten diese komplexen Organismen in
das eisig kalte und dunkle Gewässer kommen und wie können sie dort in den bitterkalten Seen ohne Sonnenlicht überleben? Dazu gibt es bisher nur Vermutungen. Vor mehreren Millionen Jahren war das Eis über Lake Mercer noch ein Meer. Damals haben wohl die nun aufgespürten Kieselalgen in dieser Region gelebt. Die Bärtierchen und Krebse sind dem Forschungsteam zufolge wohl wesentlich jünger und haben vor einigen 1000 bis 10.000 Jahren in Tümpeln, die sich in dem umliegenden Gebirge befinden, gelebt. Wie sie dann genau in den See gelangt sind, das ist bisher noch unklar. Denkbar sei, dass die Meerestiere eingespült worden seien, als das antarktische Eis dünner war, so das Forschungsteam. Später habe sie das Eisschild dann in den vereisten Seen eingeschlossen. Eine endgültige Antwort auf dieses Rätsel könnten jedoch nur weitere Analysen im Labor geben. Haben die Bär- und Krebstierchen tatsächlich kilometertief im dunklen Eis gelebt? Das Autorenteam der aktuellen Studie geht jedenfalls davon aus, dass das Überleben dieser Organismen unter dem Eis der Antarktis theoretisch möglich ist. Die Lebewesen könnten sich von Bakterien und Sauerstoff ernährt haben, der wohl in ausreichendem Maß enthalten sei. Die genaue Analyse und Interpretation der gesammelten Proben wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, doch die Chancen stehen gut, dass wir dadurch Lebensformen besser verstehen können, die seit Jahrhunderten die Sonne nicht mehr gesehen haben. Auch zum Verständnis der antarktischen Geschichte wird dieses Unterfangen sicherlich beitragen. Und ausgeschlossen ist auch nicht, dass auch noch die ein oder andere unentdeckte Spezies aufgespürt wird, die sich seit unzähligen Jahren unter der dicken Eisschicht verbirgt. Dazu der Wissenschaftler John Priskou. Wir wissen nicht, was wir finden werden. Wir lernen noch. Es ist ja schließlich das zweite Mal, dass so etwas gemacht wird. Zudem kann man diese Biosphäre mit potenziellen Lebensräumen tief im Mars oder auf den eisbedeckten Monden von Saturn und Jupiter vergleichen. Also den Lebensräumen, wo wir außerirdisches Leben vermuten oder es theoretisch existieren könnte oder Überreste davon. Die Erkenntnisse des Mercersees könnten somit also auch spannende Indizien dafür liefern, welche Art von Leben auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem existieren könnte. Und wie man sie sucht, das erfahrt ihr bei Raumzeit Vlog der Zukunft im Video dafür. Hier draufklicken, wie man Außerirdische sucht, die 10 realistischsten Methoden, also unbedingt anklicken und natürlich abonnieren, falls das noch nicht getan habt. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.